Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge Du fragst und ich antworte. Auch heute habe ich wieder zwei häufig gestellte Fragen mitgebracht, mit denen wir am besten direkt loslegen. Die erste Frage, die ich mit euch heute besprechen möchte, ist die Frage, ob ich auch meine Fastenphase einfach verlängern kann. Ja? Und wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann frage ich direkt immer als Gegenfrage, warum? Ja? Warum möchtest du deine Fastenphase verlängern? Wenn du bei einer 16-8 Fastenintervall bist, ja, und einfach deine Fastenphase verlängern möchtest, dann muss das ja auch einen Grund haben. Und die drei häufigsten Gründe, die ich dann immer wieder als Antwort bekomme, die möchte ich mit euch auch ganz kurz besprechen. Der erste Grund, der dann immer wieder genannt wird, ist, dass ich noch keinen Hunger habe. Also, dass man noch keinen Hunger hat und deswegen am besten die Fastenphase verlängern möchte. Der zweite Grund, der häufig genannt wird, ist, dass es besser in meinen Alltag passt, wenn ich das ein bisschen nach außen zögere, weil ich dann zum Beispiel auf Arbeit schon angekommen bin oder gemeinsam mit meinen Kollegen Mittag essen kann. Also, dass es einfach im Alltag einfacher ist, ein längeres Fastenintervall. Und die dritte Antwort, die ich sehr häufig bekomme, ist, wenn ich länger faste, dann nehme ich vielleicht auch schneller ab. Und zu allen drei Antworten möchte ich gerne noch ganz kurz was sagen. Also die Antwort mit, wenn ich länger faste, dann nehme ich vielleicht schneller ab. Da kann ich dir ganz klar sagen, nein, so wird es nicht sein. Ja? Denn lange Fastenphase bedeutet nicht automatisch, dass du mehr oder schneller abnimmst. Ja? Ja, natürlich wirst du deine Kalorien zuvor dadurch auch etwas drosseln und weniger essen im Alltag. Aber wenn du deine Fastenphase einfach nur verlängerst, um schneller abzunehmen, dann machst du nichts anderes als eine Intervallfastendiät. Ja? Also du zwingst dich zu etwas, was eigentlich gar nicht deinem natürlichen Rhythmus entspricht, ja, nur um schneller an dein Ziel zu kommen. Und das Resultat einer solchen Diät ist am Ende wie immer das gleiche, der Jojo-Effekt, ja. Irgendwann fällst du wieder zurück in deine Gewohnheiten, wirst wieder mehr essen und weil du deinen Körper dazu gezwungen hast, weniger zu essen, nicht weil er es nicht braucht, sondern weil du es so wolltest, wird er auch, sobald du wieder mehr isst, auch wieder zunehmen. Ja, also längere Fastenphasen zu machen, nur um schneller abzunehmen, ist keine sinnvolle Maßnahme. Ja? Wenn du mit Intervallfasten abnehmen möchtest, dann solltest du das Ganze ganzheitlich betrachten. Dazu findest du auch noch weitere Videos hier auf meinem Kanal. Die zweite Antwort, die ich immer bekomme, weil es eben besser in den Alltag passt, dazu muss ich sagen, wenn es für dich einfacher ist, im Alltag das so zu gestalten, dann ist es natürlich auch besser. Ja? Dann kannst du sehr gerne die Fastenphase verlängern. Aber achte bitte darauf, ob dein Körper auch dazu bereit ist. Also wenn du die Fastenphase so verlängerst, nur um dann zum Beispiel mit deinen Kollegen bei der Arbeit essen gehen zu können, aber bis dahin extrem Hunger verspürst, nicht mehr klar denken kannst, auch vielleicht Konzentrationsstörungen hast, ja, dann ist es nicht sinnvoll, die Fastenphase zu verlängern, weil es besser in den Alltag passt. Dann macht es eben mehr Sinn, zum Beispiel abends später zu essen, damit man wirklich gut gesättigt und mit einem guten Gefühl und voller Energie bis zur nächsten Mahlzeit kommt. Ja. Also achte da ganz unbedingt auf deinen Körper, ja, ob es für ihn auch gut passt, ob er auch gut damit zurechtkommt oder ob du dich dann eben zwingst, nur damit es besser in den Alltag passt. Und zur dritten Antwort, weil ich eben noch keinen Hunger habe, dazu kann ich nur sagen, es ist natürlich sehr wichtig und sehr sinnvoll, auf die Bedürfnisse deines Körpers zu achten. Wenn dein Körper nach 16 Stunden noch keinen Hunger hat und deine Fastenphase ist jetzt zu Ende, dann musst du natürlich nicht auf Biegen und Brechen etwas essen, nur weil jetzt die Fastenphase beendet ist und die 16 Stunden um sind. Achte immer auf die Bedürfnisse deines Körpers, ganz wichtig. Aber, und das ist wichtig auch dabei zu bedenken, es kann jeden Tag anders sein. Bleib da, wenn du so etwas machst, auch immer flexibel. Ja? Wenn du an dem einen Tag zum Beispiel noch keinen Hunger hast, aber am Wochenende dafür schon nach 14 Stunden Hunger hast, dann gib deinem Körper aber eben auch am Wochenende oder an anderen Tagen dann etwas zu essen, wenn er Hunger hat. Ja? Achte immer auf die Bedürfnisse deines Körpers. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Du siehst also, die einfache Frage, kann ich meine Fastenphase verlängern, die kann man gar nicht so schnell und einfach beantworten. Man muss immer gucken, warum möchtest du die Fastenphase verlängern und wie kannst du das bestmöglich umsetzen, ja? Damit du, dein Körper und auch du und dein Ziel eben bestmöglich davon profitieren. Und die zweite häufigste Frage, die ich dir heute in diesem Video mitgebracht habe, ist die Frage nach den Kalorien. Darf ich zusätzlich Kalorien zählen? Ja, ich habe einfach Angst, dass ich zu viel zu meinen Mahlzeiten esse. Diese Frage bekomme ich fast täglich gestellt.
Und auch diese Frage kann man nicht einfach schnell beantworten. Ja? Auch da muss man mehrere Aspekte betrachten. Und das möchte ich jetzt kurz mit dir hier in diesem Video noch machen. Also grundsätzlich kann ich natürlich sagen, sehr gerne kannst du Kalorien zählen, wenn es dir hilft, ja? Und wenn es dich in deinem Alltag erleichtert. Ich persönlich bin kein Fan vom Kalorienzählen, weil ich der Meinung bin und weil es auch das ist, was ich täglich mit meinen Teilnehmern erlebe, dass eben Kalorienzählen dich von deinem eigenen Körpergefühl wegbringt. Da der Fokus ständig auf den Zahlen ist, ja, auf den Kalorien und nicht auf das, was dein Körper gerade braucht und was er gerade auch eigentlich einfordert. Aber über die Zeit hinweg jetzt mit den vielen Teilnehmern, die ich mittlerweile begleitet habe, weiß ich auch, dass sehr viele Menschen eben an das Kalorienzählen gewöhnt sind und nicht von heute auf morgen einfach so das Kalorienzählen weglassen können und essen können zu den Mahlzeiten, also sich richtig satt essen können zu den Mahlzeiten, weil einfach das Sättigungsgefühl nicht mehr da ist. Ja? Auch das muss man eben erstmal wieder erlernen. Und da habe ich für mich einfach auch, also im Umgang mit meinen Teilnehmern, eine schöne Möglichkeit gefunden zu sagen, okay, wenn es dir am Anfang hilft, dann nimm gerne das Kalorienzählen am Anfang dazu, ja, dass du so ein gutes Gefühl für deine Mahlzeiten bekommst, dass es eben nicht zu viel ist. Und peu à peu, je mehr du merkst, ja, wie groß eine Mahlzeit sein kann, wie gut du gesättigt bist, kannst du das Kalorienzählen nach und nach einfach ausschleichen und weglassen. Ja? Also es ist sehr wichtig, bei dieser Frage zu gucken, wo stehst du gerade? Hast du über viele Jahre Kalorienzählen gemacht, ja, und bist total unsicher, wie groß deine Mahlzeit sein darf und wann du eigentlich satt bist, dann ist es natürlich am Anfang hilfreich, das Kalorienzählen dazuzunehmen. Ja? Aber eben auch immer ganz bewusst darauf achten, wie ist mein Hungergefühl, wie ist mein Sättigungsgefühl, was brauche ich jetzt eigentlich, ja? Einfach nur zur kleinen Unterstützung. Wenn du aber das Kalorienzählen machst, einfach nur aus der Angst heraus, dass du zu viel essen könntest, dann gib dir die Chance, also dir und deinem Körper die Chance, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ja? Und das Feedback von Teilnehmern bei mir ist immer wieder, dass am Anfang isst man erstmal mehr zu den Mahlzeiten, aus Angst heraus nicht satt zu werden bis zur nächsten Mahlzeit, aber das pegelt sich nach 1, 2, 3, 4 Wochen ja auch wieder ein und man bekommt ganz schnell das Gefühl dafür, wie viel brauche ich eigentlich, um gut gesättigt bis zur nächsten Mahlzeit zu kommen. Und wenn du dir die Chance gibst und auch bewusst, ganz bewusst deine Mahlzeiten einfach isst und wahrnimmst, dann kommst du schneller an dieses Körpergefühl, in dieses Bauchgefühl, wie viel brauche ich eigentlich, als wenn du das eben mit Kalorienzählen unterstützt. Beides ist aber möglich und es ist wichtig, dass du schaust, was brauche ich, was bin ich für ein Typ, ja, ist es mir wichtiger, erstmal wirklich das kontrolliert zu machen und langsam loszulassen oder gibst du dich einfach dem Körpergefühl hin und vertraust deinem Körper, dass er dir zeigen wird, was er braucht und wie viel er braucht. Du siehst also auch hier gibt es keine, mach das so und so funktioniert's Antwort, sondern wirklich schau immer darauf, wo stehst du, was brauchst du und was hilft dir am besten, um diesen intervallfasten Lebensstil mit Freude und mit viel Leichtigkeit für dich in deinem Alltag zu integrieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und auch weitergeholfen, ja, um deine Fragen für dich zu beantworten. Abonniere gerne meinen Kanal. Hier auf diesem Kanal besprechen wir alles zum Thema Abnehmen und Intervallfasten. Und dann freue ich mich, wenn ich dich im nächsten Video begrüßen kann. Bis dahin, deine Nicole.